Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar holen wir heute das Q&A nach, das uns vor 2 Wochen vom Wind verweht worden ist. Genau, deswegen werden wir heute nur brav hier drinnen sitzen und eure Fragen beantworten. Tja, wir hoffen, es ist nicht zu langweilig für euch und ja, wir versuchen das spannend zu halten. Wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen und fangen direkt an. Ich stelle einfach mal dir die Fragen, oder? Frag mal. Und dann kannst du mich fragen. Okay, gute Idee. Also frag ich zum Beispiel, kam eine Frage rein, könnt ihr euch vorstellen, euren Bus nach Amerika, Nord oder Süd zu verschiffen? Ja, ich würde mal sagen, sag niemals nie. Irgendwann vielleicht mal. Ob es dann der Bus ist, weiß ich nicht. Aber momentan ist Europa einfach noch so groß für uns und es gibt hier so viel zu entdecken, dass ich glaube, das Geld, die Kosten, die Zeit, das heben wir uns, glaube ich, lieber auf und bereisen damit Europa. Also ich könnte mir das mit dem Bus nicht vorstellen, weil ich glaube, ich weiß nicht. Also ich meine, klar, es ist ein großes Land, aber je nachdem, wo man ist, kann es sehr heiß sein. Vielleicht fühle ich mich dann irgendwie unsicher mit einem Bus. Ich würde vielleicht eher als Backpacker durch Süd- oder Nordamerika reisen. Die nächste Frage ist, wie finanziert ihr euch? Dazu haben wir schon mal ein YouTube-Video gemacht, das verlinke ich euch da oben. Um das mal kurz zusammenzufassen, verdienen wir Geld, indem wir YouTube-Videos online stellen. Und wenn ihr zuschaut, dann kriegen wir umso mehr Zuschauer, umso mehr verdienen wir, weil immer kleine Werbung eingeschaltet werden und da verdienen wir halt was. Genau, ja. Oder über Instagram, Kooperation und diverse andere Projekte. Aber da schaltet doch einfach mal das Video ein, denn da erklären wir das ja, super detailreich. Genau, dann gibt es auch Sponsoren und plant ja auch eine Reise nach Marokko. Ich würde richtig gerne von hier nach Marokko reisen. Es gibt leider keine Fähre. Obwohl Marokko von Fuerteventura einfach nur 100 Kilometer entfernt ist. Ja. Irgendwann einmal, oh, ja. Sorry, wir fliegen. Ja, oder? Willst du auch mal nach Marokko? Ja, auf jeden Fall. Seid ihr verheiratet? Ja, sind wir. Ja. Seit 2017. Ja. Am 6. Mai haben wir unseren Hochzeitstag. Und wo wir da sind, lassen wir uns mal überraschen. Ja, mal gucken. Wir waren immer woanders an dem Hochzeitstag. Stimmt. Jedes Jahr waren wir woanders. Dann, wie lange wollt ihr auf Fuerteventura bleiben? Also wir sind am 21. Dezember hier angekommen und wir werden am 31. März die Fähre nehmen. Genau, dann geht's rüber aufs Festland. Wir wissen also noch 4 Wochen. Genau, ob wir über Portugal und Nordspanien reisen oder über Südspanien Richtung, ganz langsam Richtung Deutschland. Ja, und wir wollen auf jeden Fall auch unseren Van entrosten lassen. Das Problem ist schon länger bekannt und jetzt haben wir gesagt, in Nordspanien oder in Portugal oder Südspanien, wie auch immer, wollen wir uns eine Werkstatt suchen und da alles ordentlich wegmachen lassen, eventuell sogar neu lackieren. Wir wollen selbst nochmal 2, 3 kleine Renovierungsarbeiten hier drinnen vornehmen. In der Zeit würden wir uns dann eine Unterkunft nehmen. Genau. Und wenn dann alles fertig ist, dann geht es Richtung Deutschland zur Familie. Richtig. Freuen wir uns schon sehr drauf. Ja. Dann, was wünscht ihr euch für dieses Jahr? Frieden. Ja, gute Frage. Ja, wir wünschen uns auf jeden Fall, dass der menschliche Umgang ja, zwischen uns halt friedlich auch verläuft. Friedrich. Und ja, dass man eigentlich nicht immer so viel über andere urteilt, verurteilt. Mhm. Ja, dass man einfach nett miteinander umgeht. Das wünsche ich mir. Ja, weniger mit dem Finger auf andere zeigen, sich mehr auf Gemeinsamkeiten konzentrieren und nicht auf das, was uns trennt. Denn wenn wir uns irgendwie darauf konzentrieren, finde ich, dann gibt es immer super viel, was einen trennt. Also allein schon, keiner sieht so aus wie ich, keiner heißt so wie ich, keiner denkt so wie ich. Und dann findet man einfach nur noch etwas, was einen noch mehr trennt von anderen Menschen. Und ich finde, es gibt so viele Sachen, die uns aber, die alle mögen. Also wenn wir jetzt einfach nur jetzt hier bei den Bussen bleiben, also Leute, die jetzt hier mit uns reisen oder die mit uns in Bussen leben, wir haben so viel gemeinsam. Wir lieben die Natur, wir achten die Natur, wir verhalten uns respektvoll den Mitmenschen gegenüber, nehmen auch gerne fremden Müll mit und wir gehen achtsam mit Ressourcen um. Wir brauchen zum Beispiel 100 Liter Wasser in der Woche. Das ist, finde ich, also ein Zeichen, dass wir sehr achtsam mit Ressourcen umgehen. Wir produzieren unseren eigenen Strom. Ja. Und ich glaube, das ist, wir sollten uns viel mehr darauf konzentrieren, was uns alle verbindet und was wir alle gemeinsam haben, anstatt auf
die Sachen gucken, die ein anderer vielleicht falsch macht in eigenen Augen. Ja, für ein respektvolles Miteinander, das würden wir uns auf jeden Fall wünschen. Im Kleinen und im Großen. Ja. Genau. Dann würde auch, glaube ich, Frieden immer sein. Ja. Wenn wir alle respektvoll miteinander umgehen würden. Ja. Nächste Frage. Macht euch Vanlife mehr Spaß, wenn ihr nicht alleine seid? Also das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen, oder? Mm-mm. Also uns macht beides sehr viel Spaß. Wir haben es auch gar nicht geplant, dass wir jetzt hier mit so vielen Leuten unterwegs sind auf Fuerteventura. Wir haben uns halt hier getroffen. Also wir waren eigentlich nur mit Luna und Robin unterwegs von Anfang an und haben gedacht, dass wir mit denen auf jeden Fall die Zeit hier verbringen werden. Haben dann andere getroffen. Man weiß ja auch nicht, ob man sich versteht mit den anderen, aber wir sind eine richtig tolle Truppe geworden und wir mögen uns alle sehr gerne und deswegen reisen wir auch gerne zusammen und dann stehen halt mal auch ein paar Busse mehr an einem Ort, aber wir gucken immer, dass wir niemanden stören und dass wir nachts nicht laut sind, dass wir immer unsere Sachen einräumen. Also wir machen ja nichts Schlechtes, auch wenn wir vielleicht manchmal ein größeres Camp sind, aber es wäre jetzt irgendwie traurig, dass wir uns jetzt immer trennen müssten, weil wir halt zu viele vielleicht sind. Zu groß ist oder so, oder dass man sagt, okay, jetzt treffen sich die vier Leute zum Abendessen und 3 Meter entfernt treffen sich die vier Leute zum Abendessen. Aber ich glaube, es hat sich einfach so ergeben. Also wir waren auch in Schweden länger unterwegs und auch sehr glücklich. Da waren wir überwiegend alleine und jetzt, hier haben wir halt Freunde gefunden. Das war jetzt so nicht geplant und es gefällt uns gerade sehr gut und dann, würde ich sagen, reiten wir einfach die Welle und sind halt auch im Flow. Und das ist halt auch nur für diesen Moment, das wird nicht für immer so sein und deswegen genießen wir einfach die Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam haben. Ich glaube, wir alle haben gemerkt in den letzten 2, 2,5 Jahren, dass sich alles sehr, sehr schnell ändern kann und wir versuchen halt einfach jeden Tag zu genießen und zu leben und klar ist es manchmal auch schwierig im Van, ne? Also ist nicht immer Sonnenschein, auch wenn es für euch vielleicht so aussieht, aber Vanlife ist auch manchmal anstrengend. Ja, aber na klar. Das sollte sich jetzt nicht so anhören, als würden wir meckern. Wir machen das sehr gerne, aber ich glaube, jeder hat im Leben mal einen Punkt oder einen Tag, der halt anstrengend ist. Das ist bei uns natürlich auch nicht anders. Ja, oder halt Tagesverfassung auch. Also es gibt natürlich auch Tage, wo es einmal besser geht und einmal halt ein bisschen schlechter. Ja, manchmal hält halt auch einfach ein Furz quer und dann hat man halt einen schlechten Tag oder einen schlechten Nachmittag oder einen schlechten Morgen und vergeht aber alles wieder. Vor allem, wir leben das normale Leben, was andere halt auch leben, halt einfach aus dem Van und wir sind natürlich ein bisschen flexibler und minimalistischer, aber sonst sind wir genauso wie alle anderen. Ja, kochen auch nur mit Wasser. Wir kochen auch nur mit heißem Wasser. Ja, dann kommen wir vielleicht auch schon zur nächsten Frage. Wie schafft man es, so ein Leben im Van zu führen? Also ich weiß nicht ganz genau, wie die Frage jetzt gemeint ist. Also ich weiß nicht, ob das finanziell jetzt gemeint ist oder ob das überhaupt so, also auf die Räumlichkeiten vielleicht, weil es so auf so kleinen Raum, wie man das schafft. Also falls wir die Frage nicht richtig beantworten oder da was offen bleibt, gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich da nochmal oder gehen wir nochmal mehr drauf ein. Aber es hat sich für uns halt einfach so ergeben. Also wir wollten nach unserer Backpacker-Reise weiterreisen, aber wir wollten nicht mehr ständig bekocht werden und hatten auch irgendwie ein eigenes Bett. Wir wollten eigentlich einfach unser Zuhause dabei haben und man muss sich am Anfang erstmal ein bisschen auch einspielen. Das dauert vielleicht auch ein paar Wochen, bis man halt klarkommt mit den kleinen Räumen und am Anfang tretet man sich auch immer auf die Füße oder stoßt mal mit dem Kopf hier an irgendeinen Schrank. Das passiert bis heute immer noch. Aber nicht mehr so dolle wie am Anfang. Also es dauert auf jeden Fall auch ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt hat. Aber wenn man das dann einmal, die Gewöhnungsphase quasi vorbei ist, klappt das eigentlich sehr gut. Gibt es auch Momente, in denen ihr euch langweilt und ihr nicht richtig wisst, was ihr tun sollt? Es gibt mal Tage, da weiß ich wirklich manchmal nicht, was ich machen soll. Oder ich fühle mich vielleicht so ein bisschen verloren mal. Aber das hat auch ein bisschen was einfach mit meiner Tagesverfassung zu tun. Also würde ich mal sagen, bei mir könnte es mal einen Moment geben, wo ich, also langweilig ist vielleicht das falsche Wort, aber wo ich mich vielleicht so ein bisschen, wo ich einfach nicht so richtig weiß, was ich machen soll. Bei mir ist das eigentlich eher so, dass ich denke, der Tag könnte 3-mal so lang sein. Ich habe viele Ideen und viele Projekte, die auch so, also wir beide haben viele Projekte, die so nebeneinander halt auch einfach laufen. Also Langeweile kommt da
kommt da gar nicht auf. Es ist eher so, dass ich mir manchmal gedacht habe, wo jetzt auch Kalima war. Wir hatten 4 Wochen heftigen Wüstenwind hier. Das bedeutet, dass dann halt der ganze Staub, der ganze Sand aus der Sahara hierher geweht wird. Und das hat uns alle ziemlich eingeschränkt. Und dann habe ich so ein bisschen auch gemerkt, es gibt viel zu tun, aber ich hatte keine Motivation, etwas zu tun. Ja, genau. So. Ja, die Motivation fehlt manchmal einfach. Das ist jetzt keine Langeweile. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das würde ich mir manchmal vielleicht wünschen, dass man nichts zu tun hat. Aber ja, wir sind ja selbstständig, wir können uns die Zeit frei einteilen, wir können machen, was wir wollen, wann wir wollen. Ich sitze auch super oft bis nachts um 2 Uhr da und schneide Videos und sammle Ideen und informiere mich über anstehende Projekte. Deswegen Langeweile kommt auf jeden Fall nicht auf. Ganz im Gegenteil. Ja, David ist da halt ein bisschen anders als ich. Ja, ist auch voll okay. Ist auch völlig in Ordnung. Ja. Wo habt ihr eure Gewerbe angemeldet und wohin geht eure Post? Privat und gewerblich. Soll ich das jetzt beantworten? Ja, weißt du das? Ja, unsere Post geht nach Deutschland. Wir haben Wohnsitz bei Davids Eltern und da haben wir auch ein Gewerbe angemeldet. Wie kann man es euch etwas leichter machen? Unterstützen, teilen, liken und so weiter. Ja, das kann man immer gerne machen. Wenn ihr unsere Beiträge mögt, dann könnt ihr gerne liken, teilen, kommentieren. Das unterstützt uns auf jeden Fall. Genau. Ansonsten ja, freuen wir uns einfach, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr zuschaut. Wenn ihr mit uns einfach sozial interagiert. Ne? Also es macht uns am meisten Freude, mit euch einfach zusammen die Welt zu bereisen. Wie bekomme ich mit einer Siebträgermaschine die perfekte Milch hin? Um die Milch richtig aufschäumen zu können, muss man die richtige Milch einfach haben oder Milchersatz. So, und da ist ganz wichtig der Eiweißgehalt in der Milch. Deswegen ist so eine Barista Edition schon mal eine gute Wahl. Mhm. Ansonsten schäumt das nicht richtig und dann darf man die Milch nicht zu lange schäumen. Es gibt eine Zieh- und eine Rollphase. Schaut da gerne bei unserem Instagram-Profil mal nach. Da erklären wir euch das in einem Reel ziemlich gut. Ansonsten dürft ihr euch da bald freuen, denn wir bringen ein E-Book für Baristas raus und auch Online-Kurse, wo ihr euch dann auch einloggen könnt. Und dann könnt ihr da euch den Kurs so oft, wie es nötig ist, wie ihr das wollt, eben auch anschauen. Dann werden wir sehr, sehr, sehr detailliert auf das Thema Latte Art eingehen. Und bei uns hat das auch sehr lange gedauert, bis das so geklappt hat. Ich kann nur sagen, üben, üben, üben. Ja, auf jeden Fall. Nicht zu viele Blasen in die Milch reinhauen. So, sonst wird es nämlich zu fest und dann kann man nicht so schön gießen. Ob man das jetzt sich vorstellen kann. Weiß nicht, ob ihr was damit. Es ist schwer, das in der Theorie zu erklären. Jetzt anfangen kann. Ja, ich glaube, kann man jetzt schlecht einfach so erklären. Das muss man dann, glaube ich, schon zeigen. Ja. Welche Auslandskrankenversicherung können wir empfehlen? Wir sind bei Ergo Young Travelers versichert. Young Travelers! Yay! Endlich mal ein junge Leute-Tarif, den wir kriegen. Da zahlen wir beide 35 Euro pro Person pro Monat. Und hatten dies auch schon mal in Anspruch genommen. Funktioniert wunderbar über eine App. Konnte ich da meine Zahnarztrechnung einreichen und habe das Geld 2 Wochen später auch gehabt. Kleinere Beiträge werden im Voraus gezahlt. Größere Beiträge ab, ich weiß es nicht, 500 oder 1000 Euro rechnet dann der Arzt direkt mit der Krankenkasse ab oder mit der Krankenversicherung. Dann kommt eine Frage zum Ausbau. Was würdet ihr anders machen? Eigentlich sind wir sehr zufrieden mit dem Ausbau. Fühlen uns auch total wohl. So ein paar Kleinigkeiten würden wir vielleicht anders machen. Zum Beispiel würden wir eine Standheizung einbauen. Ja. Weil wir hatten zwar gedacht, okay, es ist jetzt nicht so kalt da, wo wir sind, aber manchmal ist es ja auch trotzdem nass gewesen, in Schweden zum Beispiel, und dann werden die Sachen nicht so trocken. Das ist dann immer sehr schwierig gewesen, so die Feuchtigkeit auch wieder rauszukriegen. Mhm. Ich würde ganz gern oben auf dem Dach noch so eine kleine Satellitenschüssel haben für besseres Internet. Oder vielleicht sogar noch eine kleine Terrasse. Ah, das wäre auch cool, ja. Das wäre richtig cool, stimmt. Das haben wir auch schon lange überlegt. Ja, wir sind eigentlich mal sehr stolz auf das, was wir hier selbst erschaffen haben. Ohne handwerkliche Vorkenntnis. Ja. Nur mit viel Fantasie. Und einer Stichsäge. Ja. So, wie viel hat euer Ausbau gekostet? Ja gut, dadurch, dass wir halt jetzt schon fast 2-mal ausgebaut haben und dann noch die Renovierung dazu kam, wir hatten es mal zusammengerechnet, da gibt es auch ein Video zu, wo wir alles detailliert erfasst haben. Ich glaube, wir hatten gesagt 21.000 waren das. Um die 20.000 Euro. Also mit Karosserie und den ganzen Ausbauten. Genau. Elektrik,
Genau, um die 20.000, ich glaube 21. Ja. Gibt es Pläne für nach den Kanaren? Ja, wie will man planen in der heutigen Situation? Ne? Also es, klar haben wir Ideen und Wünsche, wir würden vielleicht auch gerne mal eine Fernreise machen, aber das ist dann vielleicht eher ja, ein Thema fürs Jahresende oder vielleicht auch erst fürs nächste Jahr. Ja, wir müssen jetzt auch erstmal schauen, was hier alles so passiert auf der Welt. Ist ja alles gerade ein bisschen ungewiss. Ja. Und ja, also so weit planen wir eigentlich erstmal gar nicht. Nee. Wir wissen jetzt, dass wir die Fähre am 30. März zurück aufs Festland nehmen und dann schauen wir weiter. Ja. Ideen hätten wir schon, eigentlich so den Sommer in Europa im Norden mehr zu verbringen. Das heißt Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, vielleicht halt auch Baltikum. Eigentlich hat mir das auch mal gedacht. Mhm. Aber da muss man auch mal sehen. Und den Winter eigentlich eher im Süden. Also eigentlich bleiben da nur die Kanaren übrig im Winter, weil in der Türkei ist es sehr kalt, in Griechenland ist es sehr kalt. Und Marokko wäre halt mal eine Idee, wenn man da wieder rein dürfte. Mhm. Zwischenzeitlich waren die Grenzen ja auf, dann waren sie wieder zu. Wie es jetzt gerade ist, weiß ich gar nicht. Aber das wäre auch mal eine Idee. Wobei ich schon sagen muss, hier auf den Inseln ist es sehr schön. Wir waren jetzt sehr viel auf Fuerteventura. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr wieder und gucken uns dann eine andere von den 7 Inseln an. Ja. Dann, wie lange wollt ihr reisen? Ja, das ist wieder so eine offene Frage, wo wir es jetzt auch nicht so richtig sagen können. Ich würde jetzt einfach sagen, solange es uns Spaß macht. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, Melli, du wurdest ja schon als Kind von deiner Oma immer Vagabund genannt, ne? Ich habe so das Gefühl, dass... Deswegen sind wir übrigens auf unseren Namen auch gekommen. Ja. Mit dem Dear Vagabond Life, weil meine Oma mich immer schon als Vagabundin, sagt man das so, bezeichnet hat, weil ich immer unterwegs sein wollte. Ich finde auch irgendwie, das ist jetzt nicht nur für mich persönlich, das ist nicht nur eine Sache, die ich jetzt gerade mache, sondern ich mache das total gerne. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, also jetzt gerade, zum Beispiel nächstes Jahr irgendwo in eine Wohnung zu ziehen und da die nächsten 50 Jahre zu bleiben. Also ich finde, eine gewisse Bewegung im Leben finde ich super spannend. Ein Ortswechsel finde ich super spannend. Ich bin natürlich super gerne zu Hause und sehe meine Freunde und oder unsere Freunde und Familie. Aber ich bin halt auch genauso gerne einfach unterwegs. Und ob das jetzt immer im Van ist oder ob das auch mal wieder eine Rucksackreise sein kann oder ob das halt auch mal was anderes ist, das lassen wir uns dann natürlich offen, weil es Spaß machen soll. Genau. Und aber irgendwie mag ich das total gern. Man kann die Zukunft nie zu 100% planen. Nee. Man hat halt Ideen, aber die werden meistens über Bord geworfen. Genau. Wenn ich jetzt beantworten müsste, würde ich sagen, ganz gerne für immer, aber mit einer festen Base. Also irgendwo ein kleines Häuschen oder ein Tiny House oder irgendwas, wo man halt auf jeden Fall immer mal hingehen könnte, wo man weiß, da kann man 3, 4, 5 Monate stehen. Genau, ja. Und dann wieder ein bisschen reisen. So würde ich mir auch. Ich glaube, das wird immer ein Teil unseres Lebens sein. Ja. Und dann die letzte Frage, die ich hier habe, ist, wie alt seid ihr und wann habt ihr euch kennengelernt? Wir sind beide 35 Jahre alt und wir haben uns eigentlich 2013 kennengelernt. Dann war ich 2 Jahre bei Melli zum Haare schneiden. Melli hatte nämlich einen Friseursalon, war Inhaberin eines Friseursalons direkt neben dem Café, in dem ich gearbeitet habe. Und dann haben wir uns da kennengelernt, dann gab es immer mal ein Cappuccino mit Herz, dann kamen immer mehr Herzen dazu und dann, nach 2 Jahren haben wir uns das erste Mal gedatet. Genau, und dann sind wir zusammengekommen im Jahr 2015. Ja, 2017 geheiratet, genau. Und 2018 auf Weltreise gegangen, 2020 den Bus gekauft. Ja. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und zwar, wie ist das hier mit dem Freistehen auf Fuerteventura? Oder auf den Kanaren oder, allgemein? Ja, ich glaube, das können wir das ja vielleicht beantworten. Ja. Also Campen ist ja offiziell nicht erlaubt, aber es ist trotzdem geduldet. Auch auf den Kanaren. Es gibt keine Verbotsschilder eigentlich, dass man nirgendwo stehen kann. Also vielleicht gibt es irgendwo mal den einen oder anderen in der Stadt oder sowas und da stellt man sich natürlich dann nicht über Nacht hin. Aber die meisten Plätze sind frei, kostenlos, sind keine Verbotsschilder und wir hatten auch bis jetzt immer gute Erfahrungen. Ja, die Polizei kommt hier vorbei und schaut sich das natürlich hin und wieder mal an. Und wir saßen auch schon draußen und dann haben wir uns freundlich zugewunken. Hatten bis jetzt nie Stress mit der Polizei. Einmal kam ein Polizist her und hat uns gebeten, die Fußmatte, die vor der Tür ist, die hat mir rausgetan, weil es draußen ziemlich sandig war,
die einzuräumen, und dann haben wir die auch eingeräumt. Das war es aber auch schon. Genau, also es ist auch negativen. Genau, also die waren immer alle super freundlich. Meistens ist es, wenn man halt in der Nähe von Hotels steht, wo halt auch viele Touristen sind, dann ist das etwas strenger, auch mit Sachen rausstellen. Manchmal wollen sie auch nicht mal, dass man eine Picknickdecke oder sowas hinlegt, dann sind es ja wirklich strenger, dass man halt wirklich nur parken sollte und nicht campen. Ja. Aber es gibt auch Parkplätze, die sind halt ein bisschen weiter weg, wo keine Hotels sind und keine Touristen. Und da ist es für uns auch in Ordnung, mal einen Tisch rauszunehmen und Stühle und mal sich auch gemeinsam hinzusetzen, gemeinsam zu essen. Und dann halt, wenn wir fertig sind mit dem Essen, egal ob es mittags ist oder abends, räumen wir immer alles wieder ein. Alle Tische, alle Stühle, wir lassen nichts draußen stehen. Ja. Und damit sind wir eigentlich immer ganz gut klargekommen. Es versteht sich von selbst, dass man den Müll mitnimmt. Wenn man natürlich anderen Müll sieht, dann kann man den gerne auch noch mit einpacken. Wir hinterlassen die Plätze sauber, vielleicht sogar noch sauberer, als wir sie gefunden haben. Ja, das kann ich so bestätigen. Ich denke, dann braucht man einfach auch ein bisschen Feingefühl. Wo ist das erlaubt und wo störe ich vielleicht jemanden? Also wir stehen jetzt hier gerade direkt am Meer und ungefähr eine halbe Stunde der Hauptstadt, Puerto del Rosario, entfernt. Und hier stören wir niemanden. Also weder durch das Parken wird irgendjemand behindert, noch durch das morgendliche Frühstück, wenn wir draußen mal zu sechst oder zu acht an einem Tisch sitzen. Also wir hatten auch schon etwas größere Camps, die haben wir dann aber so weit außerhalb der befahrbaren Straße aufgebaut. Genau, das Video, was ihr auch vorher gesehen habt. Genau, Tims mit Geburtstag. Tims Geburtstag, da waren wir sehr viele Leute. Und natürlich sollte das kein tägliches Ding sein, so vielleicht das zu machen. Aber wir waren ziemlich weit weg und da war wirklich niemand. Und es hat sogar ein kleines Kind während der Party im Auto geschlafen und es ist nicht aufgewacht. Also genau, also es ist trotzdem, glaube ich, wenn man sich dann so hinstellt in einem Kreis, hört man das dann außerhalb gar nicht, wenn man halt mal doch mal abends ein bisschen vielleicht mal Musik hört oder so. Genau, ich glaube, das ist mit ein bisschen Feingefühl auch immer verbunden und man spürt das einfach, wo das okay ist und wann das nicht okay ist. Wir machen natürlich auch ganz viele Dinge, die dann überhaupt niemanden stören. Also wir achten darauf, dass wir die Locals nicht stören. Wir gehen auch, wir kochen auch nicht jeden Tag im Van. Manchmal haben wir natürlich auch keinen Bock drauf. Wir gehen super oft auch essen. Wir sind total oft, weiß nicht, wir waren bei Tierärzten, weil es dem einen Hund nicht gut ging. Der Wilma ging es nicht gut. Wir waren hier schon. Ist aber das die Frage, wie es mit dem Wildcampen? Ach so, ja, ich schweife gerade. Jetzt gerade ich schweife da ein bisschen ab. Auf jeden Fall ist das Wildcampen wie überall verboten. Das Freistehen, das Parken und hin und wieder mal einen Tisch rausbringen ist eine Grauzone. Das sollte man mit Feingefühl machen. Genau. Aber natürlich auch immer darauf achten, dass man niemanden stört und dass man halt natürlich auch ein bisschen was zurückgibt, indem man Müll mitnimmt und die Locals unterstützt. Genau. Ja. Habt Spaß bei all dem, was ihr tut. Bleibt gesund und munter. Benutzt euren gesunden Menschenverstand, euer Bauchgefühl und euer Herz. Richtig. Und dann ist eigentlich ausgeschlossen, dass man in die Kacke tritt, würde ich sagen. Ja, kann man so sagen. Ja, dann wir hoffen, dass euch das Video Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Ja. Und dass wir viele Fragen beantworten konnten. Und ja. Viele Grüße, gehen raus. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bleibt spannend hier und bis dann. Tschüss.